Jebstinja Stepanovas Garten. In der Stadt Timaschewsk im kaukasischen Norden steht ein Haus, in dem lange schon niemand mehr wohnt. In diesem Ort hat der Krieg und das Morden nicht einen, der darin lebt, verschont. Dort hat eine Mutter 9 Söhne geboren, ihr ältester Sohn Alexander hat schon mit 17 Jahren sein Leben verloren, erschlagen von Feinden der Revolution. Ein blutiger Preis für das kleine Stück Land, auf dem später das Haus seiner Eltern entstand. Und hier bist du, Stepanovas Garten. In ein paar kurzen und glücklichen Jahren wuchsen die jüngeren Söhne heran, füllten das Haus stark und schön, wie sie waren, mit Leben und Liedern doch dann begann. Jede finstere Zeit und es überschwemmten die Mörder, begleitet von Leichengestank, das Land wie mit Jauro und den ungehemmten Fluten erstickten sie allen Gesang. Mit Kälte und Tod heimtückisch und jäh, und die Kirschblüten deckten den Boden wie Schnee. In Jebestinja Stepanovas Garten. Die Kriegswinter kamen und mancher Garten fiel unter die Axt, doch nicht einen Baum. Schlug Jebestinja, sie wollte warten, sie hungerte, froh und doch spürte sie kaum ihre schmerzenden Augen nach ewigem Weinen, die Tränen auf ihren Wangen noch heiß, rollten zu Boden gefroren, zu kleinen, weißen, salzigen Perlen aus Eis. Doch keiner der Söhne sah je wieder das Grün der Birken, noch die Kirschbäume blühen. In Jebestinja Stepanovas Garten. Nach Jahren noch saß Jebestinja und lauschte auf Schritte und sah sie zum Fenster hinaus. Was der Wind aus der Steppe, der die Vorhänge bauschte, das Rauschen der Bäume vor ihrem Haus. Dann starb auch sie, es vergingen die Jahre, doch in jedem Frühling, weil der Brauch es so will, kommen an ihrem Hochzeitstag die jungen Paare zu ihrem Haus und betreten es still. Betrachten schweigend ihr Bild und sie gehen hinaus, um die Kirschbäume blühen zu sehen. In Jebestinja Stepanovas Garten. In Jebestinja Stepanovas Garten.